Publikum, ich freue mich, dass Sie da sind. Wir sitzen alle wieder an verschiedenen Orten. Sie sehen Werner Gartemann, Geschäftsführer der AUNS. Er sitzt in Lauterbrunnen vor dem Staubbachfall, der so richtig viel Wasser führt. Moment. Schönes Bild. Man würde sagen, du hast eine Postkarte genommen und reingehängt, aber das ist ja echt. Ja, das dann ist original. Sehen Sie Professor Nicola Sitta. Er ist Professor für technische Biochemie aus London. Und er hat heute für einmal ein anderes Zimmer nehmen können in seiner Wohnung, weil die Familie nicht zu Hause ist. Also er ist ganz allein zu Hause. Und wir haben einen neuen Gast im Wortwechsel. Wir hatten ihn noch nie bei uns im Wortwechsel mündlich. Es ist Dr. Radu Golban. Radu Golban ist Rumäne, wohnt aber seit 2003 in der Schweiz. Er ist in Rumänien aufgewachsen. Er hat seine Ausbildung in Deutschland genossen. Er hat dort Politik und Rechtswissenschaften studiert. Und ist jetzt vieles. Er ist Ökonom, Unternehmer, Autor und Moderator. Und seine Radio online. Und Schweizer Bürger. Genau, er ist Schweizer Bürger, hat er mir noch gesagt. Genau. Er hat eine Sendung, die heißt Welten auf Kollisionskurs. Das ist bei Radio Gold FM in Bukarest und sie ist auch online. Also wer auf YouTube Welten auf Kollisionskurs sucht von Dr. Radu Golban, findet seine Sendung online. Wir freuen uns, dass du da bist, Radu, und wir sind gespannt auf deine Sendung. Danke für die Einladung. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wir haben eine ganz, ganz spezielle Woche hinter uns. Ich zitiere einfach den Satz, das institutionelle Abkommen Schweiz-EU nicht abgeschlossen. Das ist der Titel der Pressemeldung des Bundesrates vom letzten Mittwoch, 26. Mai. Was ging euch durch den Kopf, durchs Herz, als ihr das gehört habt, als ihr das realisiert habt? Werner? Es ist eine sehr intensive, lange Zeit vorbeigegangen. Dieses Rahmenabkommen ist seit 2018 öffentlich gewesen. Man hat es gekannt. Darüber verhandelt hat man viele Jahre. Und es war ein langer Aufklärungskampf, den die AUNS mit ihren Verbünden geführt hat. Man wusste, dass es ein schlechtes Abkommen für die Schweiz ist. Man wusste nicht, wie der Bundesrat schließlich entscheidet. Und es war schon ein historischer Tag, dieser 26. Mai. Und als ich die Pressekonferenz des Bundesrates sah, habe ich es fast nicht geglaubt, wie Guy Parmelin, unser Bundespräsident, cool durch diese PK geführt hat. Und ein absolut optimistisch wirkender, fröhlicher Außenminister Gassis, also eigentlich das Gegenbild zum 6. Dezember 1992, wo drei Bundesräte an der Pressekonferenz da saßen wie gewaschene Dackel und festgestellt haben, es war ein Dimanche noir. Also es war eine positive Stimmung und man hat einfach gesagt, diese Verhandlungen sind nun eingestellt aus diesen Gründen und wir schauen jetzt weiter. Ein historischer Tag. Es ist eine lange Zeit für die AUNS, vorläufig vorbei, wo wir die Leute versucht haben zu aufklären, offenbar mit Erfolg. Also große Dankbarkeit auch im Raum, dass dieser historische Tag gelungen ist. Danke allen, die mitgeholfen haben. War es einigermaßen überraschend oder also was habt ihr vermutet? Wie kommt es raus? Also wenn ich das noch sagen darf, ich war total der Pessimist. Ich habe allen Leuten gesagt, ich glaube es nicht, dass der Bundesrat den Mut aufbringen wird, hier zu sagen, stopp, nein, so nicht. Und ich habe immer gemacht, weiter Fahnen hissen, wir müssen schreiben, Leserkommentare, Zeug. Ich war der Pessimist, ich war wirklich überrascht. Aber schön, wenn man so überrascht wird. Und in London? Ja, ich war auch eher überrascht.
aber ich habe die Pressekonferenz nicht mitverfolgen können. Ich habe die frohe Botschaft über den AUNS WhatsApp-Chat mitbekommen. Ich denke, es ist eigentlich eine Erleichterung, dass dieses Damoklesschwert dieses Rahmenvertrages und die Gefahr, die damit verbunden ist oder war vielleicht, für die direkte Demokratie der Schweiz jetzt einmal fürs Erste vom Tisch ist. Also das freut mich. Es gibt sicher Probleme, die einen oder anderen Probleme, die jetzt angegangen werden müssen, aber im Grundsatz bin ich sehr froh. Wie ist das in St. Gallen angekommen? Ja, also das ist eigentlich die schönste und beste Nachricht in einer Zeit, die wir, glaube ich, alle seit mindestens 12 Monaten als Durchstrecke erlebt haben, ist es wirklich die erste coole Nachricht. Und dann natürlich von einer solchen Schlagkraft. Und ich muss sagen, ich habe wirklich genüsslich die bissige und gehässige bundesdeutsche Presse gelesen. Da denke ich gerade an ein Interview mit Herrn Andreas Schwab, dem CDU-Europaabgeordneten, der sagte, die Welt drehe sich nicht um die Schweiz. Und vielleicht auch ein bisschen. Und das fand ich wirklich toll. Wir sind doch bei Gott nicht in den letzten 12 Monaten mit guten Nachrichten verwöhnt worden. Aber dass so etwas kommt, und da teile ich die Einschätzung von Werner Gartenmann, da hat, glaube ich, niemand mehr in dieser Form damit gerechnet. Wir haben alle gedacht, naja, also letztendlich macht ja der Bundesrat das, was EU, was Brüssel möchte. Und siehe da, es ist nicht dazu gekommen. Ich habe den Brief ausgedruckt. Es sind 2 Seiten, die auf Französisch übrigens interessant. Der Bundesrat übersetzt auf Französisch und die Frau von der Leyen wird wahrscheinlich wieder eine deutsche Übersetzung gelesen haben. Und es ist sehr überraschend, wie der Bundesrat schreibt, es geht um erhebliche Differenzen, es gibt noch offene Punkte, es ist nicht realistisch, dass ein ausgewogenes Gesamtergebnis erreicht werden kann. Der Bundesrat kommt zum Schluss, die Verhandlungen zu beenden. Und auf der 2. Seite sagt der Bundesrat dann nicht einfach so, und jetzt werden wir alles machen, was ihr halt von uns verlangt und wir sind jetzt schön lieb, sondern er sagt ziemlich präzis, möchte die enge Partnerschaft fortführen, eine gemeinsame Agenda, aber pragmatische Lösungen. Und wir erwarten, dass die bilateralen Abkommen weiterhin vollumfänglich angewandt werden, nötigenfalls aktualisiert, und dass die Schweiz nicht nachteilig behandelt wird. Also wir haben da klare Worte im Brief an Frau von der Leyen. Es gibt dann auch in der Presse, Herr Bäumler sagt, liebe EU, keine Nadelstiche, bringt nichts, keine Forschung als Geisel. Wir in der Schweiz stehen für das Interesse der Bürger und so. Was haben wir denn für einen Bundesrat plötzlich? Wie erklärt ihr euch das? Ja, ich denke, da ist in London jede Menge Vorarbeit geleistet worden, ohne einem so flexiblen Brexit-Abkommen, der eben keine Guillotine-Klausel enthält, sondern er sagt, na gut, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, können wir nochmals hier über die Zollfreiheit diskutieren. Und wenn nicht, dann werden wir uns eben an einen Tisch setzen. Wenn das nicht klappt, dann gibt es Schutzzölle. Diese Flexibilität, welches das Abkommen zwischen Großbritannien und der EU an den Tag legt, hat, glaube ich, eine regelrechte, so ausstrahlende, inspirierende Wirkung für die Schweiz. Und ich glaube, genau diese Flexibilität ist das, was jetzt in nächster Zeit gefragt ist, eben Verhandlungsgeschick zum einen, aber auch immer wieder Anpassung an die jeweils neuen Herausforderungen. Vielleicht war dieses Rahmenabkommen ein viel zu enges Korsett, welches man immer wieder versucht hatte, festzuzurren. Immer so wie für ein 1000-jähriges Reich. Aber jetzt ist man zurück zum politischen Geschehen, zur Aktualität und zur Flexibilität. Und das finde ich entscheidend. Und da glaube ich, ja, da liegt einfach die Vorleistung im Brexit-Abkommen, so wie er heute steht. Ich glaube, wir müssen schon etwas bescheiden und nüchtern bleiben. Also der Bundesrat ist ja nicht plötzlich Sympathisant unserer Seite geworden.
wenn der Bundesrat nicht den Gegendruck der Gewerkschaften gespürt hätte. Und die Gewerkschaften sind ja standhaft geblieben. Und es hat dann auch Unternehmerkreise, sogar Organisationen neu gegeben, die sich gegen das Rahmenabkommen ausgesprochen haben. Also wenn der Bundesrat verliert nicht gerne Volksabstimmung, wenn diese Opposition nicht gewirkt hätte, ich sage einmal von rechts bis links, zwischen den Sozialpartnern, hätte der Bundesrat, und da bin ich überzeugt, in seiner Mehrheit das Rahmenabkommen unterschrieben. Wir dürfen eines nicht vergessen. Der Bundesrat hat von Beginn an Ja gesagt zur institutionellen Anbindung. Das heißt, der Bundesrat hat Ja gesagt, dass wir in marktrelevanten Bereichen EU-Recht dynamisch übernehmen. Dynamisch heißt hier, wir übernehmen es schlussendlich. Also ich würde bescheiden bleiben, nüchtern bleiben und jetzt auch aufpassen. Also dass der Bundesrat jetzt und Bundesbahn und die EU-Turbo-Riege eine große Kehrtwende macht, das ist wahrscheinlich nicht realistisch. Sie haben einfach gemerkt, sie gewinnen die Volksabstimmung nicht. Darum haben sie jetzt Stopp gesagt. Aber ich möchte euch einfach alle aufrufen, bleibt wachsam und bleibt dabei, weil die Institutionalbildung ist nicht weg vom Fenster. Und vielleicht haben wir heute Gelegenheit, noch verschiedene Szenarien zu diskutieren. Also das EU-Beitritts-Szenario der Sozialdemokrat ist ja wahrscheinlich eine Lachnummer. Also ein EU-Beitritt wird nicht in Frage kommen, aber es könnte ein Volksbegehren geben, das verlangt, dass man über das Rahmenabkommen abstimmt. Wie der Ausgang der Volksabstimmung ist, wissen wir nicht. Es kann sein, dass der europäische Wirtschaftsraum neu aufgelegt wird und. Also ich bin jetzt wieder eher etwas pessimistisch. Wir haben am 26. Mai eine Schlacht gewonnen, erlauben Sie mir diese martialische Ausdrucksweise. Aber den Krieg, den Ausverkauf der schweizerischen Freiheit, Eigenständigkeit, direkten Demokratie, der ist nicht vorbei. Also diesen Krieg haben wir leider noch nicht gewonnen. Noch etwas, Tom. Wir haben schließlich rechtsgültige Verträge mit der Europäischen Union. Die sind nicht gekündigt worden am 26. Mai. Wir haben ein Freihandelsabkommen, das gilt. Wir haben bilaterale Abkommen, die gelten. Die EU sagt jetzt einfach, wir erneuern gewisse Abkommen, die technischen Handelshemmnisse, wir erneuern das nicht und da können Sie uns pisaken. Aber vielleicht haben Sie das heute schon gesehen, online in den Medien, dass zum Beispiel der österreichische Bundeskanzler schon gesagt, also liebe EU, komm, wir bleiben dann schon etwas auf dem Boden der Realität. Wir brauchen die Schweiz auf dem Forschungsplatz Europa und ich werde mich dafür einsetzen, dass jetzt hier nicht Kindergartenspiele der Stärkeren haut den Schwächeren gemacht werden. Also da dürfen wir optimistisch sein, aber ich wiederhole mich, der Weg, die Schweiz an Brüssel zu binden, dieser Weg ist nicht unterbrochen worden. Er ist etwas retardiert, gebremst worden, aber nicht unterbrochen worden. Das sagt, wir haben einen Mail erhalten von Walter Kraus. Zuerst mal gratuliert er der AUNS, dass sie mit der beharrlichen Arbeit den Abbruch der Verhandlungen erreicht hat. Also als ob wir es allein gehabt haben, aber es ist immer ein Puzzleteil, ein Stück und so. Und er sagt aber, man muss wachsam bleiben, da die Gegner die Sache wohl nicht auf sich beruhen lassen werden. Das sagt er genauso. Und, ja. Und es hat dann zwei weitere Eingaben. Hans Baumann, er sagt, gut, die Schweiz zeigt sich als starkes, souveränes Land. Sollte die EU nun schikanieren? Und dann zählt er auf, Hans Baumann, Strom, Durchgang in den Süden abstellen, Lastwagen auf die Schiene stellen, Durchfahrtsmaut erhöhen. Und da habe ich auch von Jakob Blattmann eine Eingabe. Jakob Blattmann sagt, es sind nicht alle Gefahren gebannt. Die EU-Turbos bleiben jetzt dran und machen weiterhin Angstszenarien. Und das Hauptkriterium an der ganzen Diskussion, automatische Rechtsübernahme, Anerkennung von fremden Richtern, das war eigentlich gar nicht in der Diskussion jetzt vor einer Woche. Stimmt, ja, stimmt. Und er sagt dann auch, Herr Blattmann sagt auch, ja, wir haben jetzt schon, wir müssen uns vorbereiten, keine Kohäsionszahlungen, Erschwerung Durchreiseverkehr, Importeinschränkungen für Waren, Begrenzung für Studierende und Dozenten. Er sagt, jetzt müssen wir ein paar Hebel in Bewegung setzen oder uns wenigstens vorbereiten. Das sagt der Jakob Blattmann, ja.
müssen wir jetzt weiterhin irgendwelche Abwehrgeschütze auffahren? Ja, ich denke schon, wir haben das ja bewiesen, als die EU uns als Strafmaßnahme die Börsenanerkennung der Schweizer Börse im EU-Raum nicht gewährt hat, hat ja unser Finanzminister, Bundesrat Ueli Maurer, eine gute Gegenmaßnahme ergriffen und die wirkt auch. Aber wir sollten jetzt auch etwas unterscheiden zwischen der EU-Elite, den EU-Funktionären und den Menschen in der EU in Europa. Ich glaube, wir haben sehr viele Sympathien bei der Bevölkerung, auch bei den Unternehmen. Ich meine, das, was jetzt da gestichelt wird, das sind Funktionäre. Ich meine, dieser CDU-Abgeordnete, wie heißt der, Schwab oder Schwarz? Ich meine, ja, das ist einfach eine CDU-Nummer, der muss seinen Wahlkreis bedienen. Das ist kein Benchmark für uns, den müssen wir ignorieren. Aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht gerade sofort den Gotthard sprengen und Lastwagen stoppen, sondern mal schauen, was überhaupt geschieht. Weil das muss ja in der EU jetzt auch wirken. Und die EU hat ja auch noch andere Probleme als in der Schweiz, Gott sei Dank. Sonst hätten sie ja nichts anderes zu tun, als uns zu pieksen, oder? Also, ich würde jetzt warten und uns die Sympathien nicht verscherzen. Ich bin überzeugt, wir haben extrem viel Sympathien, auch in den kleineren, mittleren Ländern der EU. Die sollten wir uns jetzt auch nicht gerade verscherzen. Was sagen die Zeitungen in London so zu der ganzen Sache? Wie sympathisch sind die uns gesinnt? Brexit gestellt. Nicht alle sehen das nur sympathisch, aber ich habe auch, ja, also ich habe da einiges. Also bei der Financial Times bin ich nicht Abonnent, da kann ich nur den Titel bieten. Kann man es lesen? Also die Schweizer müssen sich auf den kühlen Wind aus der EU oder bereiten sich jetzt auf kühlen Wind aus der EU vor, wegen dem, wie heißt es, weil sie die Diskussion um die Binnenmarktteilnahme abgebrochen hätten. Interessanter für uns oder näher zu unserer Linie ist ein Artikel vom Daily Telegraph. Auch hier, ich versuche es. Ich hab mir schon mal etwas Vorübersetzung geleistet, damit mir dann hier die Worte nicht fehlen. Also ich will aber ein paar Dinge zitieren. Also der Titel ist Der Leidensweg der Schweiz beseitigt alle Zweifel. Doppelpunkt. Die EU vergiftet die Beziehungen zu jedem Nachbar. Und jetzt nur so ganz kurz so ein paar Highlights. Also sie kommentieren den Abbruch der Verhandlungen als ein mutiges Aufbäumen. Sie erwähnen Professor Karl Baudenbacher, der sich ja negativ geäußert hat über den Rahmenvertrag. Thomas Eschi wird auch glücklich sein, ist auch hier erwähnt in diesem Artikel. Und sie schreiben auch, hätte sich Brüssel etwas weniger dominant und unversöhnlich gezeigt in den Brexit-Verhandlungen, wäre alles anders gekommen und sie hätten jetzt quasi wieder denselben Fehler mit der Schweiz gemacht. Ja. Und dann auch ein bisschen, dass die Schweiz jetzt vielleicht sie empfinden das, dass sie in einer schwierigen, also in einer delikaten Situation seien, weil halt gemäß dem Artikel gewisse Verträge, gerade im Bereich Medizinaltechnik, auslaufen. Wir hätten allerdings auch bei Energie ein Problem, aber das ist auch ein Problem für die EU, weil, wie es schon erwähnt wurde, ich glaube, weiß jetzt nicht mehr, wer von euch es erwähnt hat, eben Strom, haben wir auch Kontrolle darüber. Ja, und dann hier irgendwo eben, die EU lernt nie, so ungefähr. Und die Schlussfrage, also der Schlusssatz als Frage ist noch interessant. Die Frage muss gestellt werden, ist es eigentlich möglich für einen souveränen Staat in Europa, ein vernünftig nachbarschaftliches Verhältnis mit der EU zu haben? Fragezeichen. Also das ist, finde ich, ein sehr guter Artikel. Ja. Ich habe fast zu viel. Es geht fast etwas zu lange. Dann der Garten ist weniger positiv. Bei der Frage. Das ist eine Kernfrage, oder? Das ist eine Kernfrage. Ja, du Goldbaum, was ist... Also ich finde, ich mag mich Werner Gartmann anschließen. Man soll jetzt nicht versuchen, irgendwelche Druckmittel aufzubauen. Ich halte das für kontraproduktiv. Gleichzeitig, und da hat Werner auch recht, kann man nicht davon sprechen, dass die Gefahr
von Eurotubus hierzulande nun für alle Ewigkeiten gebannt sei. Man muss auf der Hut bleiben. Ich meine, es ist wichtig, und wenn man sich die Diskussion der letzten Jahre anschaut, so merkt man, dass in der schweizerischen Öffentlichkeit es erhebliche Missverständnisse gibt, eigentlich zum Thema Freihandelsabkommen, Personenfreizügigkeit und insgesamt diesem bilateralen Weg. Je mehr Aufklärungsarbeit, und da ist wirklich die AUNS gefordert, geleistet wird, desto mehr schützt man letztendlich auch die Bevölkerung vor allfälligen Versuchen, sagen wir von links, aber auch von der Mitte, hier die EU salonfähig zu machen für den Geschmack des Schweizers. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Schweiz eigentlich angefangen mit 1972 schon ein Freihandelsabkommen damals mit der EG hatte, dann stellt sich die Frage, wieso wurde denn dieses Freihandelsabkommen, das ist ja keine schweizerische oder europäische Erfindung, Freihandelsabkommen gibt es ja schon seit Jahrhunderten von Jahren, wieso hat man dieses Freihandelsabkommen mit politischen Inhalten überlagert? Freier Handel sollte weder mit politischer Korrektur, sollte weder mit Landverkehr noch mit Luftverkehr, Forschung und Kohäsionsmilliarden verknüpft werden. Freier Handel sollte freier Handel bleiben. Das Problem fing aber durch die bilateralen Verträge an, dass dieser freie Handel, der eigentlich prima funktionierte, angefangen mit 1972, plötzlich mit Personenfreizügigkeit verknüpft wurde und mit endlichen anderen Bereichen des politischen Agendas, welche insgesamt toxisch sind. Und damit die Schweiz aus einem dieser Bereiche nicht ausschert, hat man mit dieser Guillotine-Klausel versucht, die Schweiz wirklich hier für ein Ewigkeitsabkommen, welches ja die Schweiz eigentlich auf EU-Kurs gebracht hat, festzuzurren, regelrecht zu knebeln. Und ich finde, die Schweizer sollten verstehen, dass es, wenn es einen Bedarf an Arbeitskräfte hierzulande gibt, das nicht unbedingt in einem Vertrag zu einem Pflichtgeschäft werden muss. Erst wenn Schweizer Unternehmen verstehen, dass sie, auch wenn die Schweiz kein Personenfreizügigkeitsabkommen hätte, sie jederzeit nach inländischen Normen, die sicherlich dann liberaler wären, die Schweiz wäre nicht verpflichtet, alle aufzunehmen, sie hätte aber die Möglichkeit, nach Belieben Fachkräfte ins Land zu lassen und dann nicht nur aus der EU, sondern aus der ganzen Welt. Wenn man zum Beispiel sich jetzt hier das Thema in dem Bereich der Wissenschaftler anschaut, ein Biologe aus den USA oder Israel hat es ungleich schwieriger in der Schweiz einen Beruf aufzunehmen wegen den Richtlinien als in Großbritannien, Frankreich oder Deutschland. Das heißt, wenn es jetzt um die Fachkräfte weltweit geht, so dürfen diese sich leichter in der EU niederlassen als in der Schweiz. Die Schweiz ist nur auf die Personenfreizügigkeit mit der EU angewiesen und darf nur aus dem EU-Pool Arbeitskräfte aufnehmen. Da meine ich, ich muss doch keinen Freihandel mit der Personenfreizügigkeit verknüpfen. Die Schweiz sollte die Möglichkeit haben, sich Fachkräfte dort zu holen, wo es möchte, ohne verpflichtet zu sein, einen jeden ausländischen Bürger aufzunehmen. Was wäre dann? Die EU maßt sich auch nicht an, mit anderen Ländern, mit denen das Freizügigkeitsabkommen unterhält, noch eine Personenfreizügigkeit obendrauf zu knallen. Was wäre dann der nächste Schritt? Es gibt ja, ich habe gelesen, jemand schreibt, wir sollten jetzt gar nichts tun. Nichts tun, abwarten. Und Sie sagen ja, irgendwie die einzelnen Abkommen aufklären. Die einzelnen Abkommen eins nach dem anderen mal auf den Tisch legen, mal schauen, was ist da drin und neu sortieren, umverhandeln, einiges vielleicht auflösen, ich weiß auch nicht. Auslaufen lassen. Auslaufen lassen, ja. Ja. Also ich meine, wird die Schweiz untergehen in den nächsten 3 Monaten? Das tut sie schon seit 1992, oder? Man sagte damals schon, die Schweiz geht unter. Was einfach auch in der Medienberichterstattung nach letzter Woche immer wieder zum Vorschein kommt, und zwar im In- und Ausland, ist dieser Vorwurf der Rosinenpickerei. Und wir schaffen es als Land und der Bundesrat, wir schaffen es nicht, eine Art EU-strategische Kommunikation auf die Beine zu stellen, dass man dieser Elite, dieser Pseudo-Elite, dieser funktionären Elite in Brüssel mal aufzeigt, was dieses Land im Zentrum Europas leistet. Also Gassis hat das nicht schlecht gemacht an jener Pressekonferenz. Wir haben rund 340.000 EU-Grenzgänger.
Das sind Leute, die kommen zu uns arbeiten. Die haben einen guten Lohn, gehen wieder zurück in ihre eher günstigeren Lebensräume. Wir haben 1,4 Millionen EU-Bürger und Bürger, die hier irgend auf eine Art leben. Sie leben gut. Wir haben die Alpentransversale selber finanziert. Der Brenner Basistunnel wird von der EU zum großen Teil finanziert. Wer nicht fertig baut, ist Italien und Deutschland bei den Zufahrtsstrecken. Aber wir haben unsere Verkehrsaufgaben gelöst. Wir sind ein starker Forschungsstandort, der ja nicht nur der Schweiz nützt, sondern der dem europäischen Wettbewerbsvorteil hilft. Wir machen Grundlagenforschung und wir zahlen dort Milliarden hinein in diese Forschungsecke. Ich möchte einfach mal, dass man diesen Leuten aufzeigt, was die Schweiz für die EU bzw. für Europa leistet. Und das war auch immer dieser Vorwurf von diesen deutschen Politikern, vor allem die Schweiz profitiere nur vom Binnenmarkt und leiste nichts. Und das geht mir so etwas auf die Nerven und dort sollten wir stärker werden, unbedingt. Was ist mit der Besänftigungsmilliarde da? Also es geht da um etwa 1,4 Milliarden an die EU bezahlen, ja oder nein? Was sagt London, Nicola? London is calling. Was London genau sagt, ja, ich denke, so wie ich das verstehe, hat man diese Kohäsionsmilliarde jetzt jedes Jahr wieder an Bedingungen geknüpft. Wenn man das natürlich weit und dann immer wieder und wieder und wieder. Ich meine, wenn man das noch etwas weiterziehen kann, mal abwarten, ob jetzt Retorsionsmaßnahmen kommen oder nicht, dann kann man auch noch mal ein Jahr zuwarten. Ich weiß es nicht. Ich meine, irgendwie wurde das Geld ja einmal versprochen, aber ich bin kein Fan von dieser Kohäsionsmilliarde. Das ist klar. Ich befürchte, das ist ja Geld, das versandet irgendwo. Also Brüssel wird das nicht wehtun, wenn wir diese 1,4 Milliarden nicht bezahlen. Oder, wir müssen ja schon schauen, diese 1,4 Milliarden sind für einen Zeitraum von 10 Jahren. Sie werden bezahlt in Projekte direkt in den entsprechend ausgewählten Staaten. Hauptsächlich, oder? Und da wäre ich jetzt wahrscheinlich, aber da muss ich aufpassen, was ich sage, sonst habe ich dann wieder komische Mails. Da wäre ich jetzt etwas flexibler, weil diese 1,4 Milliarden auf einem längeren Zeitraum, die sind wahrscheinlich nicht das Hauptproblem in unserer Beziehung. Aber trotzdem ist es wie ein Eintrittsgeld. Trotzdem ist diese Kohäsionsmilliarde eine Ausgabe zollgleicher Wirkung. Wenn ich ein Freihandelsabkommen habe, dann muss ich nicht nochmals einen Mindesttarif entrichten, um bei diesem Freihandelsabkommen mitzumachen. Ich möchte einfach zwischen den einzelnen Abkommen sauber unterscheiden. Wenn die Schweiz der EU in welcher Form auch immer mit irgendwelchen Mitteln entgegenkommen möchte, dann ist es aus Schweizer Wohlwollen. Aber man tut sich nach normalem Verständnis und nach einer normalen Auslegung eines Freihandelsabkommens nicht den Zugang erkaufen. Und auch gehören solche Bemerkungen nicht, dass die Schweiz eine Rosinenpickerei sei und sich nur Vorteile rauspicken würde, gehört da nicht hinein. Wir bezahlen ja diese Milliarde nicht in einen Brüssel-Topf, sondern das hat sich die Schweiz ausbedungen. Wir haben ja die Erfahrung von der ersten Kohäsionsmilliarde. Da lief nicht alles rund, aber das Geld fließt ja direkt in Projekte, die Schweiz zusammen mit den entsprechend ausgewählten Staaten verwirklicht. Und dort kommt natürlich auch ein Return of Investment zurück. Diese Milliarde, für mich ist es nicht das grundsätzliche Ding, in der Beziehung mit Brüssel. Also da müssten wir schon andere Ebenen noch ansprechen. Radu, aber wie gesagt, verlassen wir unsere 1,4 Milliarden. Radu, schaust du ab und zu die Medien in Rumänien, nehme ich an. Was sagen die Medien in Rumänien zu unserem Begräbnis des Rahmenvertrags? Es wird eigentlich sehr überspitzt und ausufernd präsentiert, was eigentlich mit der Realität nichts zu tun hat. In Rumänien ist einfach die Kohäsionsmilliarde eher ein Thema, genauso auch wie die Personenfreizügigkeit. Das sind eben Themen, die ganz klar für Rumänien entscheidend sind. Aber ich bin Schweizer Bürger, ich bin auch rumänischer Staatsbürger, auch deutscher Staatsbürger. Wahrscheinlich liegt hier die Wahrheit in der Mitte. Die Schweiz
nach meiner Meinung, soll es sich nicht verpflichten lassen, nur, und das möchte ich immer wieder betonen, nur weil es mit der EU ein Freihandelsabkommen hat, sollte man das frei von der Verpflichtung zur Aufnahme von Personen ausweiten. Deswegen bin ich auch kein Anhänger der Personenfreizügigkeit. Die Schweiz, und wir haben noch vor Jahren, wenn du dich erinnerst, noch 2011 mit Luzi Stamm ein Punktesystem ausgearbeitet, welches damals im Nationalrat sogar von der SVP abgelehnt wurde, als Alternative zur Personenfreizügigkeit. Ein Punktesystem nach australischem Vorbild oder nach neuseeländischem Vorbild, das Arbeitskräfte nach ihren Employment, Qualifikation, Alter, Sprachkenntnisse, Erfahrung im erlernten Beruf sich für die Schweiz qualifizieren können oder nicht. Und dass man Wie viele Punkte hast du? Ich weiß es nicht mehr. Das war 2011, aber ich hätte mich damals auch qualifiziert. Für die EU-Bürger hatten wir einen Punktebonus ausgerechnet. Aber mit diesem Punktebonus hätte beispielsweise keiner, der keinen erlernten Beruf hat oder vorbestraft ist, die Möglichkeit gehabt, nur durch einen EU-Pass, also nur nach Maßgabe des Passes, in die Schweiz zu ziehen. Und Europa sollte kein Interesse an einer schwachen Schweiz haben. Ja, aber diese Verträge haben je länger, desto mehr im Prinzip eine schwache Schweiz angepeilt. Oder wie man vielleicht eher in London sagen würde, on the way to a country like any other country else. Die Schweiz ist nicht ein jedwelches andere Land. Und die Schweiz sollte an dieser Eigenheit und Besonderheit der Schweiz ein eben solches Interesse haben. Also es ist interessant, es gibt den Eindruck gehabt, dass die EU... Nicola, kannst du etwas lauter stellen, dein Mikrofon? Also hört man mich oder hört man mich nicht? Ganz leise. Ja, das ist natürlich mühsam. Also kräftiger sprechen, dann weiter, mach weiter. Ja, versuch das schnell, ja, das geht zu lange. Also gut, kräftiger schreien. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich hatte noch nie den Eindruck, dass die EU so verhandelt, dass der Partner stark bleiben kann, der Verhandlungspartner. Das war ja nicht so mit dem Brexit. Es ist sogar so, dass die EU, ich habe den Eindruck, das stört die EU nicht, wenn sie politische Entscheide trifft, die ihre eigene Bevölkerung wirtschaftlich schadet. Hauptsache, man hält das EU-Konstrukt aufrecht. Also leider habe ich den Eindruck bekommen, dass es schwierig ist, an die Vernunft der EU-Verantwortlichen zu appellieren. Es geht offensichtlich viel mehr um ihre Visionen, die sie über alles setzen, und nicht um pragmatische Realitäten. Und deswegen denke ich auch, ist es wahrscheinlich ein bisschen ein Schock für die EU, dass wir da so einfach das Rahmenabkommen jetzt fallen lassen oder mindestens fürs Erste fallen lassen. Ich habe gelesen, dass es halt um ganz grundsätzliche eine Anschauung geht, wie stellt sich der Staat zum Bürger? Wo ist oben nach unten oder von unten nach oben und so. Und das ist eine grundsätzliche andere Denkweise. Ich möchte schnell ein Thema weiter switchen, Thema Neutralität. Okay. Wir sehen jetzt dann nächstens in Genf ein schönes Beispiel. Was habt ihr euch gedacht, als ihr das gelesen habt? Also für mich jedenfalls kam es aus heiterem Himmel. Ja, ich war auch überrascht. Biden, Putin in Genf, 16. Juni. Ja, ich war ziemlich überrascht. Es scheint aber auch so zu sein, dass Biden Herrn Putin ziemlich unsanft betitelt hat in einem Interview. Also er hat ihn ja in einem Interview als Mörder betitelt. Jetzt kann man sich vielleicht darüber streiten. Also es ist sicher nicht etwas, was er diplomatisch hätte sagen sollen. Trump hatte damals auf die gleiche Frage ausweichend geantwortet und sogar gesagt, ja, also so quasi genickt, aber nicht ja gesagt, aber hat dann noch gesagt, ja, sind wir Amerikaner denn immer so viel besser gewesen? Trump hat die Frage etwas diplomatischer. Ist eigentlich überraschend, oder?
Man würde ja nicht erwarten von all den Medienberichten, dass Trump der Diplomatische ist und Biden nicht so. Also ich weiß nicht, was die Diskussionen genau sind. Offensichtlich ist da ein Zwist ausgebrochen, der jetzt diskutiert werden soll. Weiß dann jemand, was jetzt genau die Diskussionsthematik sein wird? Also ich denke, die Ukraine ist ein zentrales Thema. Okay. Syrien und Iran, aber in erster Linie die Ukraine, die Spannungen in der Schwarzmeerregion. Nord Stream, mit Sicherheit möchte Amerika etwas im Gegenzug. Wenn man jetzt hier auf dieses deutsch-russische Projekt verzichtet hat, hier auf Sanktionen verzichtet hat, und das war eigentlich einer der wichtigsten außenpolitischen Kernpunkte der der Trump-Administration, dann möchte man jetzt im Gegenzug was dafür bekommen. Und wahrscheinlich auch die Zwei-Staaten-Lösung in Israel. Also es haben sich wieder einige Themen gesammelt. Ich denke, Putin hätte keinem Treffen nach dieser Presseerklärung von Biden zugestimmt. Aber es haben sich jetzt in den letzten Monaten doch einige Themen vorgedrängt, die einer Klärung bedürfen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass in der Ukraine es nah an einer Konfrontation mit Russland kam, dann, glaube ich, möchte man das jetzt ein Stück weit entschärfen. Und im Gegenzug etwas für den Verzicht auf Sanktionen bei der Nord Stream. Gut, es zeigt sich jetzt auch, setzt etwas die schweizerische Sache wieder. Oder? Es zeigt sich, dass die neutrale Schweiz offenbar nach wie vor, doch nach einem Zeitalter, wo man die Neutralität oftmals als Furz bezeichnet hat, dass diese Neutralität doch in der Welt als glaubwürdig erscheint und dass man eigentlich außerhalb des Blocks Europäische Union, NATO, sich jetzt immerhin Genf ist ja immerhin der zweitwichtigste UNO-Sitz in der Welt, dass man sich dort trifft. Und ich glaube, es ist ja wirklich in unserer Tradition, auch in unserer Friedensdiplomatie, Tradition, dass wir diese guten Dienste anbieten. Und ich bin froh und glücklich, auch ich zuletzt wegen des Friedens und dem Freiheitsgedanken auf der Welt, dass immerhin die wichtigen Leute sprechen und dass die Schweiz hier eine Plattform offerieren kann. Sie kann das nur, wenn wir eine glaubwürdige Neutralitätspolitik betreiben. Und das ist eine enorme Chance für die Schweiz, hier geopolitisch, aber auch innerhalb auf dem europäischen Kontinent eine Rolle zu spielen, wenn sie sich bescheiden aufführt und diese Neutralität wirklich pflegt und gegen außen vertritt. Das heißt auch, dass man sie verteidigen kann, sprich die bewaffnete Neutralität. Man bräuchte eigentlich eine anständige Armee. Unterhosen und die Ausgangsuniform für Damen sind nicht das Wichtigste der Armee. Aber ich war sehr erfreut, als es hieß, dass dieses Gipfeltreffen, es wird sehr viel Geld kosten, aber das macht Sinn und dass die Schweiz hier der Austragungsort ist. Weil es gab ja immer diese süffisanten Kommentare im Inland, die Schweiz ist gar nicht mehr gefragt, es könnte ja auch ein EU-Land sein, das das macht, oder das macht das EU-Land Norwegen oder Finnland, die Schweiz ist auch hier weg vom Fenster. Oder Island, ich weiß der Kuckuck was. Ja. Oder? Und nachdem wir beim Eurovision Chance den dritten Platz gemacht haben, ist auch dieser Bann gebrochen, weil da hieß es ja auch immer, die Schweiz werde von den europäischen Ländern am Song Contest abgestraft, weil wir nicht in der EU sind. Alles wer weiß, vielleicht, Argumente, oder? Wer weiß, vielleicht geben Biden und Putin eine Bestnote dem Bundesrat für das Nein zum Rahmenabkommen und sagen, eben darum treffen wir uns in Genf, weil die Schweiz hier nicht Teil der auf Dauer der EU wird. Bin ich überzeugt. Ja. Die Schweiz hat schon noch genug Kampfflugzeuge und die Technologie stimmt noch, um dieses Treffen zu beschützen werden, oder? Also. Ja, immerhin fliegt es jetzt nicht nur während der Bürozeiten, das haben wir jetzt endlich geschafft, dass immerhin ein paar Flugzeuge bewaffnet zur Verfügung stehen. Das wird man natürlich wieder mit Frankreich zusammen machen oder mit Italien zusammen. Das ist ja logisch. Genf ist an der Grenze zu zwei Staaten. Das wird man, wie man es am WEF und schon damals bei Ronald Reagan gemacht hat, als er Gorbatschow getroffen hat. Aber wir müssen selber unseren Beitrag leisten können und das können wir nur, wenn wir anständig, glaubwürdig ausgerüstet sind. Und das sind wir im Moment knapp noch. Aber das wird ein Zusammenspiel geben, das ist logisch. Aber ich würde es einfach peinlich finden, wenn man jetzt so die Sozialdemokraten, die Grünen und die Armee abschafft. Ja, man könnte da so einen Papierflieger jetzt kaufen, das reicht für die Schweiz. Das genügt eben nicht. Wenn wir das dann nicht mehr selber beschützen können, solche internationalen Treffen,
dann wird es peinlich und das wäre dann auch der Neutralität, der Glaubwürdigkeit der Neutralität abträglich. Ich möchte als letztes Thema noch im Wortwechsel ein etwas, da geht es mehr um Weltanschauung. Ich möchte euch fragen, Freiheit, wissen die Leute eigentlich noch, was Freiheit ist? Nicola, was wissen die Leute in Großbritannien, was Freiheit ist? Also ist Brexit jetzt die neue Freiheit oder was ist Freiheit? Ich meine politische Freiheit. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man versteht Sicherheit instinktiv besser als Freiheit. Das hat man möchte sich fühlen, das kann irgendwie jeder nachvollziehen. Das ist so ein Instinkt. Frei zu sein ist nicht unbedingt ein Instinkt, ist eigentlich ein Wert. Und den muss schon immer wieder irgendwie erklärt und auch, es muss auch darum gekämpft werden. Die meisten, die Freiheit gut verstehen, kennen eben die Unfreiheit. Die kennen das vielleicht aus der Familiengeschichte, vielleicht aus eigener Erfahrung oder aus der Familiengeschichte und natürlich auch vielleicht auch aus dem Geschichtsunterricht, die Unfreiheiten in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Zeiten. Aber es ist nicht ganz so einfach. Und ich weiß nicht, wie weit die Menschen die Freiheit völlig verstehen. Es ist auch ähnlich mit der freien Marktwirtschaft. Ich meine, wir haben das Beispiel von Planwirtschaft im letzten Jahrhundert. Und das ist eigentlich, kann man sagen, alles gescheitert. Auch die großen kommunistischen Gebilde wie China haben jetzt so etwas wie freie kapitalistische Marktwirtschaft irgendwo auch noch ein wenig, weil es geht nicht nur mit Planwirtschaft. Und ja, wir haben jetzt dann bald eine Abstimmung, da ist auch wieder die Diskussion um Freiheit oder wie viel soll der Bundesrat bestimmen über unsere Gesundheit. Also ich hoffe schon, dass man die Werte der Freiheit nicht vergisst. Also Thatcher hat das nicht schlecht gesagt. Ein Mensch ist immer besser dran, wenn er frei ist. Und jeder Politiker, der ihm das Gegenteil sagen will, sollte zuerst einmal als verdächtig taxiert werden. Ja, ich denke, Nicola, das stimmt schon, was du sagst, dass selbst China einen Schritt zur Marktwirtschaft gewagt hat. Dennoch ist eine neue Form des Kommunismus auch in der Schweiz, allein bei den ganzen Lehrstühlen, die über diese Gemeinwohlökonomie dieses österreichischen Tänzers, dessen Namen habe ich mir gar nicht gemerkt, da hat ein österreichischer Tänzer eine Idee gehabt der Gemeinwohlökonomie. Das ist eine neokommunistische Gesinnung. Ich wollte nicht sagen, dass die Chinesen irgendwie Freiheitsvorkämpfer seien, nur dass man nicht. Nein, aber die Gefahr des Kommunismus ist nicht gebannt. Es kommt jetzt ein neuer Zug, auch übrigens mal Klaus Schwab vertreten, diesem Stakeholder Value, dieser Gemeinwohlorientierung, die ist genauso meines Erachtens gefährlich wie der Kommunismus im früheren Ostblock. Und das sind auch natürlich, wenn wir unsere Freiheit verteidigen möchten, müssen wir uns auch vor der ganzen Propaganda dieser Gemeinwohlorientierung auch in der Schweiz schützen. Da sind Gefahren aus dem Inland, die im Prinzip auch aus diesem Bereich lauern. Woran erkennt man diese subtilen Stiche, diese subtilen Hirnwäschen? Ja, also gut, ein Merkmal finde ich von kommunistischer, sagen wir mal, Seite oder linker Seite zum Teil auch, ist immer, wenn der Zweck die Mittel heiligt. Das ist immer so ein bisschen, ja, wir machen es ja für einen guten Grund. Die guten Absichten, das ist eigentlich immer die Gefahr. Man muss aufpassen, dass man diese guten Absichten nicht einfach so quasi sagt, ah ja, das meinst du ja gut, dann ist das sicher gut. Sehr häufig führen diese noblen Ideen eben in
in schwere Zeiten. Ich meine, was hat Lenin gemacht? Er hat gesagt, wir kämpfen für die Arbeiter. Wer kann schon dagegen sein, sich für die Arbeiter einzusetzen? Aber hat er das am Schluss? Ich meine, die Erfahrung zeigt, es kam am Schluss viel schlimmer für die Arbeiter. Du schreibst... Ja, ich meine, wenn der Staat mit Utopien ausgestattet wird, wenn der Staat das menschliche Miteinander nach Maßgabe von Utopien regeln möchte und das harmonische Miteinander durch Utopien versucht einzupendeln, dann tun wir uns nicht nur von der Demokratie und Freiheit verabschieden, da wären wir mitten in einem totalitaristischen System. Und ich finde, gerade heute ist die Gefahr, dass man durch Utopien, durch politische und ökologische Utopien, dass man in gefährliches Fahrwasser gerät, ist, glaube ich, höher denn je. Kannst du in kurzen Worten eine oder zwei dieser Utopien nennen? Ja, also wir haben technische Utopien, die hängen mit dem Transhumanismus zusammen. Hier möchte ich auf das EU-Projekt Siena 2.0 verweisen, welche bereits über ethische Richtlinien diskutiert, wie diese Verschmelzung von Mensch und Technik einherlaufen soll. Das wäre aber mit Sicherheit Thema einer anderen Debatte, also die technischen Utopien, dann die ökologischen Utopien. Und da möchte ich Erik Heimann, dem Senior Analyst von der Deutschen Bank, zitieren, der sagte, dass der europäische Green Deal nicht ohne eine Ökodiktatur sich verwirklichen lassen würde und dass die Menschen im Prinzip Bescheid wissen sollten, wenn sie diesen Ökologismus sich herbei wünschen, dass die eigentlich nur mit einer knallharten diktatoriellen Ordnungspolitik einherlaufen kann. Der Abschied der Demokratie. Wahrscheinlich, ja. Oder sogar Abschied vom jetzigen Eigentumsbegriff. Ich rede nicht über eine Utopie in der Gesundheitspolitik, da kenne ich mich viel zu wenig aus. Da bleibt es nur beim subjektiven Empfinden. Aber es reicht schon die Utopie in technischer Hinsicht, hier mit dem, was uns auch in der vierten industriellen Revolution oder in dem großen Reset mit der Schaffung des neuen Menschen, mit der Schaffung auch einer neuen Ordnung, nahezu wie früher die Bolschewisten es gemacht haben, uns vermittelt wird. Das ist eine Utopie, die ökologische Utopie. Und 2030, eine Welt ohne Eigentum, das ist nicht nur eine Utopie, das ist Blödsinn pur. Also wenn ich noch etwas sagen darf zur Freiheit, wenn ich eine böse Frau habe, bin ich auch nicht frei, oder? Aber ist denn nicht diese Ebene? Ich überlege mir das oft, was bedeutet Freiheit? Ich als Schweizer, für mich ist das Recht, Nein sagen zu können. Und ich habe die große Befürchtung, dass wir an der direkten Demokratie so herumlaborieren, dass wir nicht mehr Nein sagen können, dass man auch das Nein nicht mehr vertreten darf. Oder das Referendum, das Gesetzesreferendum ist ja das klassische Nein sagen können. Wir sagen Nein zu einem Gesetz, das das Parlament, vorher der Bundesrat, Parlament ausgearbeitet hat. Wir können zwingend Nein dazu sagen. Und ich möchte einfach dieses Recht, Nein sagen zu können, behalten. Und ich teile natürlich diese Szenarien da, diese Bedrohungsszenarien, die da kommen. Und da müssen wir Sorge dazu tragen. Aber in der Schweiz, lesen Sie einmal den Bundesbrief. Ich weiß, das tönt immer so akquiriert, aber lesen Sie einmal den Bundesbrief. Googeln Sie den Bundesbrief. Das ist ein wahnsinniger Text, der eben sagt, wir haben das Recht, Nein sagen zu dürfen. Keine fremden Richter. Wir machen unsere Gesetze selber und wenn uns etwas nicht passt, als Bürger, sagen wir Nein. Und dann gehorcht die Obrigkeit. Und da sind wir etwas auf die schiefe Bahn geraten und haben wir Hausaufgaben zu erfüllen. Danke, ja, Werner. Ich möchte... Das Softlaws hinein, nicht? Was jetzt... Ja, natürlich. Unsere kurze Schlussrunde, ich frage immer noch nach, hat jemand noch was Interessantes beobachtet in ein Bild, das ihr in die Kamera strecken könnt? Was habt ihr so gesehen? Oh, die FDP-Chefin. Das ist die sympathische FDP-Chefin, im Moment dann auf CO2-Gas-Exkursionen. Aber sie hat heute gesagt, die Schweiz braucht jetzt einen Plan B nach dem Rahmenabkommen. Und es ist das schon lustig, dass jetzt ausgerechnet die FDP kommt, wir müssen jetzt
im Inland Liberalisierungsschritte machen. Und was ganz witzig ist, was sie sagt, bei der Personenfreizügigkeit, sie sagt nicht, wir müssen die EU-Personenfreizügigkeit stoppen, aber sie sagt, wir müssen diese engen Kontingente zu Drittstaaten, also dass wir Leute, das wurde in der Sendung heute gesagt, dass wir Leute aus Asien, aus Nordamerika, Australien hereinnehmen können, das müssen wir fördern. Und sie nimmt ja das Beispiel, das Sie sicher kennen, von der Lonza. Die Lonza sucht ja krankhaft spezialisierte Fachkräfte und findet sie nicht, auch in der EU nicht. Und da ist doch interessant, dass jetzt ausgerechnet die FDP-Präsidentin sagt, wir müssen liberalisieren in der Schweiz. Das heißt weniger Bürokratie, bla 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 bla, das wissen wir alles. Man muss es dann jetzt dann nur machen, damit wir die Wettbewerbsfähigkeit festigen oder sogar noch ausbauen können. Und bei den, also bei den ausländischen Arbeitskräften öffnen, den Markt weiter stecken als der EU-Rahmen. Finde ich sehr interessant. Eine Beobachtung aus London noch, aus St. Gallen. Ja, also ich schließe mich noch dem Votum von Herrn Gartenmann an, das Recht, Nein zu sagen. Wir haben in etwa 10 Tagen eine Abstimmung. Ich werde vom Recht, Nein zu sagen, Gebrauch machen. Ich möchte nämlich keine grüne Utopie und ich möchte keine Plangesundheit. Und vielleicht sage ich auch noch bei anderen Dingen Nein. Aber ich denke, das ist ein sehr gutes Votum, das Recht, Nein zu sagen. Dafür sollten wir immer einstehen. Ja, also ich zähle auch diese Tage, bis ich zusammen mit meiner Frau, bis wir Nein stimmen können. Dieses Nope hat was sehr Befreiendes. Und ich finde heute mehr denn je. Denn wenn man sich eigentlich anschaut, wie sich die EU in den letzten Jahren entwickelt hat, wie sehr eigentlich die Rolle des Individuums in der Gesellschaft zurückgedrängt wurde und fast schon eine neue Gesellschaft sich am Horizont zeigt, in dem ja die Gemeinschaftsorientierung fast wichtiger ist als die Werte des Individuums, so glaube ich sehr, dass die EU sich ein Stück weit eher an einer feudalen Gesellschaftsordnung für das Individuum richtet als die Schweiz. Also ein jedes Nein hat eine so ungeheure Schlagkraft, dass dieses moderne, fortschrittliche der Schweizer Demokratie immer wichtiger sein wird, einfach weil sich die EU immer weiter weg von diesem Individuum bewegt. Ja, wir haben, ich höre das heraus, wir haben vielleicht eine kurze Verschnaufpause von letzter Woche an. Wir können irgendwie zufrieden sein vorerst, aber wir müssen wachsam bleiben. Und das soll unser Schlusswort sein. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen, Werner Gartenmann, Nicola Sitta, Radu Golban. Dankeschön. Danke Ihnen, ihr Publikum, seid ihr dabei gewesen. Diesen Wortwechsel können Sie als Aufzeichnung heute Abend etwa ab 9 Uhr ungefähr auf der Website auns.ch nochmal nachsehen. Der nächste Wortwechsel ist am 17. Juni, Donnerstag, 17. Juni, 17.30 Uhr, auch an Ihrem Grätli wieder. Und Sie können zwischendurch auch in den nächsten Tagen an die E-Mail-Adresse des Wortwechsels irgendwelche Beobachtungen, Entdeckungen, Meinungen durchmailen. Die E-Mail-Adresse ist wortwechsel@auns.ch. So, noch den Freitag, dann haben wir ein schönes Wochenende. Oh, was kommt da von London noch? The Swiss reject EU's demands. Oh, tu uns das noch schnell übersetzen, Nicola. Das ist, glaube ich, interessant. Ja, also die Schweiz widersetzt sich dem diktatorischen EU-Vertrag. Und 7 Jahre reden ist jetzt fertig. Also eben, Kuckuck, tschüss. Dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen.